Hallo zusammen und in diesem Video probieren wir jetzt mal was Neues aus. Willkommen zu dem ersten Video einer neuen Videoreihe, die ich vorhabe zu starten. Wie ihr ja bereits auch unten an dem Titel lesen konntet, soll dieses Format TIB heißen, T-I-B. Das steht für Themen in Büchern. Es geht also darum, dass mir bestimmte Themen beim Lesen in bestimmten Büchern halt aufgefallen sind, die ich besprechenswert finde, worüber ich gerne etwas sagen würde, mit euch darüber diskutieren möchte. Also nicht über das Buch oder die Geschichte selbst, sondern eben über ein Thema, was in diesem Buch behandelt wurde. In diesem Video soll es um das Thema Brutalität, Gewalt in Büchern gehen. Auf die Idee für dieses Thema hat mich dieses Buch hier gebracht, Battle Royale, weil es dieses Buch wirklich auf die Spitze getrieben hat und das Einzige, was an dieses Buch hier bietet, eben Brutalität und Gewalt ist. Da kann man ja mal drüber reden, über verschiedene Brutalitätsgrade, die es in so einem Büchern halt so gibt. Als Leitfaden möchte ich da die Überschrift vorweggeben oder die Frage vorweggeben, wie viel Gewalt, Brutalität ist okay und ab wann ist es zu viel? Wann passt die Gewalt einfach zum Inhalt des Buches, zu einer Aussage des Buches und unterstützt das Ganze noch, wie es meines Erachtens bei Panem der Fall war? Wann verliert die Gewalt einfach an Sinn? Sie ist einfach da, aber sie ist nicht notwendig für die Geschichte an sich. Und ab wann ist es einfach nur noch surreal und übertrieben? Gewalt, Brutalität ist ja nun eigentlich ein Stilmittel. Und da habe ich mich gefragt, was fasziniert den normalen Menschen überhaupt an Gewalt? Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Ich für meinen Teil denke mir so, dass es vielleicht ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wenn man über Gewalt in den Büchern liest oder auch mal von mir aus auch in den Filmen sieht, dass es eine legale Art und Weise ist, seine eigenen Aggressionen und Gewaltvorstellungen auszuleben. Und ja, geben wir es zu, ein Stück weit ist es vielleicht sogar so ein bisschen ein Hauch von Sensationsgier. Man muss ja mal sagen, dass Aggression und Gewalt, dieses Wort ist übrigens, ne, das wird hier noch 10.000 Mal auftauchen in diesem Video, etwas ganz Natürliches ist. Und in jedem von uns steckt, bei manchen ist das vielleicht stärker ausgeprägt als bei anderen, aber es steckt in jedem von uns. Es ist angeboren und wie ich während meiner Recherche gelesen habe, rangiert es anthropologisch auf einer Ebene mit Hunger und Fortpflanzungstrieb. Und das halte ich auch gar nicht für übertrieben. Mein Lieblingsbeispiel dafür. Wo kann denn die Urbrutalität am lebenden Objekt am besten beobachtet werden, wenn nicht auf dem Kinderspielplatz? Man gucke sich die Kleinen doch mal an, wenn sie sich um eine Schaufel streiten. Da wird sich nicht hingesetzt in einem Kreis und vernünftig darüber diskutiert, was jetzt das Für und Wider ist und dann wird eine demokratische Abstimmung vonstatten gegangen. Nee, der Stärkere gewinnt. Dann wird eins mit der Schippe übergezogen, der eine heult, der andere hat die Schippe. Der Urinstinkt bei Auseinandersetzung ist also eher auf die Fresse und der Stärkere gewinnt, was durch die Gesellschaft und durch die Erziehung natürlich unterdrückt wird, zurückgenommen wird und das eben in einer, bei uns zum Glück, in einer demokratischen Ebene mit Diskussion und Worte statt Gewalt, bla bla bla. Brutalität ist interessant und Unterhaltung, wodurch es uns überall und durch alle Zeiten hinweg begleitet. Je weiter man in die Zeit zurückgeht, desto krasser wird das ja sogar. Wie hat man denn damals das gemeine Volk unterhalten? Durch öffentliche Strafen, durch Hinrichtungen, durch Verbrennung, durch die Kolosseumspiele in Rom. Selbst die Religion ist ja nun von Gewalt nur so gespickt. Man liese mal die Bibel, das liest sich wie die Filme von Saw 1 bis 7. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe selbst nie am Stück gelesen, aber ich meine, so ganz guckt man ja dann doch nicht dran vorbei. Selbst jedes Kinderfernsehprogramm basiert doch auf Gewalt, egal ob es jetzt SpongeBob oder Pokémon ist. Aber heutzutage kann man das eben nur noch in Büchern und Filmen ausleben. Jedenfalls, wenn man sich noch einigermaßen an unsere Gesellschaft halten will. Und ich finde das auch gut. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier Gewalt propagieren möchte, aber ich möchte zeigen, dass es letztendlich in jedem von uns noch drinne steckt. Ich weiß, viele lesen solche Bücher, wo es eben um Gewalt geht oder wo es auch blutrünstig mal zugeht, einfach aus Spaß oder eben für, um den Nervenkitzel zu bekommen. Mir geht es da ja zum Beispiel überhaupt nicht so. Mir geben dementsprechend so Krimi-Thriller, geben mir nichts, weil ich brauche Gewalt oder ich mag Gewalt nur dann, wenn es der Authentizität dient. Wenn es dient, diese Geschichte realistisch darzustellen, weil wenn ich ein Kriegsgeschehen in einem Buch habe, dann möchte ich nicht, dass die über eine rosarote Wiese laufen oder dass es so dargestellt wird, weil so ist Krieg nicht. Gewalt ist dementsprechend für mich ein Stilmittel, was andere Aspekte der Geschichte, die durchaus auch emotional sein können, entweder unterstreichen oder sogar das erst hervorheben, hervorrufen. Nicht hervorheben, sonst wäre das ja jetzt wieder doppelt gemoppelt. Egal. Wo das in meinen Augen ganz häufig der Fall ist, ist zum Beispiel beim Thema Spannung. Das kann durch Gewalt oder Brutalität sehr stark erzeugt werden, vor allem wenn es eben auch um das Mitleiden oder um das Bangen um eine Figur geht. Und es kann eben auch Empathie oder Mitleid bei einer Figur hervorheben, die eben Schreckliches durchgemacht hat. Und es
ist natürlich besser, wenn man es beschrieben bekommt, was diese Figur durchgemacht hat. Und nicht so, ja, es war übrigens ganz schrecklich damals. Natürlich Sonderbeispiel, Überraschung, Panem, Katniss. Was im Laufe der Bücher mit ihr passiert, das sorgt dafür, dadurch, dass man das halt auch geschildert bekommt und ungeschönigt, aber nicht überspitzt, sondern realistisch dargestellt bekommt, dadurch wird diese Figur der Katniss Everdeen, dadurch wirkt die erst und dadurch wirkt sie echt und dadurch kann man eben auch ihre Handlungssachen verstehen. Und dadurch legitimiert sich ihr Handeln ja irgendwie auch, weil das, was Katniss tut, das ist ja nicht das, was man im Normalfall gut finden würde. Aber eben durch das, was ihr vorher passiert ist, findet man es auch in Ordnung, welche Mittel sie verwendet, um wieder Gerechtigkeit herzustellen. Und das hilft natürlich dementsprechend auch bei dieser Gesellschaftskritik, weil die Gewalt, die von der Gesellschaft kommt, darüber kann man sich ja auch unendlich empören und dadurch wird das Ganze erst plastisch, authentisch. Hingegen bei dem zweiten Teil, vor allem von Ashes, fand ich es ein bisschen zu viel. Also es hat, da auch da haben wir Kriegselemente und krasse Beschreibungen von so Sachen, die an sich durchaus reingepasst haben, aber ich fand, es war ein bisschen zu viel. Da wurde zu viel Details darauf gelegt, das hat nicht mehr der Authentizität geholfen. Es hat nicht mehr der Message irgendwie was mitgegeben, es hat nichts unterstrichen, es war einfach zu viel. Es hätte mir auch gereicht, wie zum Beispiel, da war irgendwo eine Szene mit so einem Pferd, wo die da irgendwie angegriffen wurden und es hätte mir gereicht, wenn dort geschrieben worden wäre, das Pferd wurde halt getroffen und es blutet oder so, ne? Aber es wurde halt detailliert beschrieben, was, wie jetzt das Bein zerfetzt wurde. Und das sind so Sachen, wenn es zu viel ist, nimmt es für mich irgendwie fast wieder so die Sache raus, weil dann denke ich mir so, oh Gott, wieso wurde denn das jetzt beschrieben? Dann geht für mich das, was eigentlich beschrieben werden sollte, durch diese Gewalt und Spannung unterstützt werden sollte, geht dadurch für mich verloren. Am schlimmsten ist das natürlich, wenn es wirklich ins totale Surreale abdriftet, was bei mir ja bei Battle Royale der Fall war. Wenn Gewalt so überspitzt wird, dann geht für mich die Authentizität gänzlich flöten und dann finde ich das einfach nur noch lächerlich und dumm. Weil es mir eben nicht um den Nervenkitzel geht oder so darum zu sehen, so, oh Gott, ich will jetzt hier genau sehen, wie da jetzt alle abgemetzelt werden und je blutiger und brutaler das ist, desto besser. Ich brauche die Authentizität dahinter. Wie seht ihr das? Geben euch diese Bücher etwas? Ich weiß, es gibt natürlich auch ganz viele da draußen, die schon, was ich als normale, angebrachte Gewalt bezeichnen würde, dass für die schon zu viel ist. Könnt ihr mit brutalen Gewaltdarstellungen gar nicht umgehen? Und wenn ja, woran liegt das? Was genau findet ihr daran so schlimm? Was lösen solche brutalen Szenen in euch aus? Genauso wie die, die auf das total Surreale stehen, wenn das total überspitzt ist. Was gibt euch das? Was für Bücher kennt ihr dann so, wo es eures Erachtens genau gepasst hat, genau das richtige Maß gefunden wurde, was vielleicht auch schockierend war, aber es reingepasst hat? Wo war es vielleicht einfach ein bisschen zu viel und wo war es total surreal und einfach nur noch lächerlich? Alles, was ihr dazu zu sagen habt, gerne nach unten in die Kommentare damit. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, eine Diskussion, ein Gespräch in Gang zu bekommen. Das war es dann aber im Prinzip auch schon. Das war so das, was ich darüber sagen wollte. So, was ist Brutalität? Warum? Was gibt es einem? Wo kommt die Faszination nun eigentlich her? Das Thema für das zweite Video von der Tipp-Reihe steht eigentlich schon. Ich werde in diesem Format das nächste Video wahrscheinlich über Freundschaften reden, weil ich finde, Freundschaften werden in Büchern ja auch immer so verquer dargestellt. Und ich habe da vor kurzem erst ein Buch gelesen, wo ich fand, dass Freundschaft da mal wieder so durch den Kakao gezogen wurde und so beschissen dargestellt war. Ja, aber ne, ich muss das dann erst noch ein bisschen aufarbeiten und so, damit wir darüber reden können. Okay, das war's dann aber auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!